Also ich würde sagen, Rafims Tanz ist vermutlich weniger offizieller, hey, wir tanzen jetzt und wir sind alle artig, sondern mehr Paarungsversuch live auf der Bühne. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, du erntest viele verschiedene Blicke, die das überhaupt nicht lustig finden. Und ja, nach dem ersten Tanz, ich muss gerade mal schauen, Kiaras, Jalan, mit sogar nach plus 10 sogar noch drin. Ömer hat, was hattest du gechippt? Eine Ich hatte eigentlich die plus 90 2 Chipboard und ich habe auf. beschlossen, die ganze Probe zu wiederholen. Ich dachte, komm, das schaffst du mit einer ganz guten Probe. Und dann hat das Schicksal gesagt, nein. Ja, plus 2 Nur auf mit plus einer 2. 2. Hast du kein Glück? Was denn? Hast du kein Glück? Nee, Habe ich hatte schon er diesen nur Tag einmal. verbraucht? Genau. Ich habe Glück Ja. verbraucht und den Chip verbraucht. Ich habe nichts mehr zum Nachwürfeln. Ah, ja, und Abel mir mit Zen plus 8 für die Königin. Gut. So hangelt ihr euch durch den ersten Tanz und danach, ja, Ömers Plan geht auf, sehr raffiniert und just bevor Dom und Hagrobald auf die Tanzbühne stürmen, in Anführungsstrichen, kann dann Padigan sich Rohaya schnappen und mit ihr den nächsten Tanz vollführen. Immer derweil. Schnappe ich mir wohl Kiaras. Das kannst du gerne Der hat tun. dir jetzt die Hände frei. Ema verabschiedet sich und wird mit der Panthergarde, sie lässt dann noch zwei, drei zurück, wird dann mit der Panthergarde und Selindian Hal, der die ganze Zeit sehr still war und das alles über sich ergehen lassen hat, nach draußen gehen, beziehungsweise sich dann eben auch noch kurz bei euch verabschieden und gehen. Ja, ich, nachdem ich mit dir getanzt habe. Ich hoffe, ihr habt den Abend genossen. Sagst du es zu mir oder zu Maya? Nein, zu Ema. Nachdem ich mit Dein dir Abend getanzt ist habe. noch nicht vorbei mit ihm. Ja, und danach tanze ich gerne mit der Erlang. Geht jemand hinter Selindion her? Also Seitwache oder so? Oder geht er jetzt alleine raus? Nein, Ema, die Reichsregentin, geht gemeinsam mit ihrem Sohn und den Panthergardisten. Sorry, ich dachte, der würde sich da irgendwie separat in Nein, die Firma der hat da aufsetzen. Ich sowieso hatte. keine Lust drauf. Der ist gekommen, weil Mutter das gesagt hat. Ja, ich hatte nur Angst, dass der jetzt wieder eine Episode hat da draußen. Ich denke, das war's, oder? Ich würde probieren, Isarun zum Tanz aufzufordern, nachdem der Tanz mit Rohaya beendet ist, und probieren, ihre Stimmung zu verbessern. Sie auf andere Gedanken zu bringen. Mit Smalltalk. Ja, das nehme ich dankend an, solange ich nicht den komischen Alvan nochmal angucken muss. Du tanzt ja mit mir. Du kannst deine Blicke auf mich richten. Genau. Das ist eine furchtbare Situation. Wo ist der eigentlich hin? Guck mir Das nur aus. könnte mir nicht egaler sein. Ich guck mich aus den Augenwinkeln um, ob ich ihn entdecke. Wenn ihr ihn seht, steuert uns von ihm fort. Dann in die Mitte der Tanzfläche, wo dich alle sehen können. Und deine Eleganz und deinen Tanzstil bewundern können. Ja, das nehme ich dankbar an. Nicht mehr denken, jetzt ablenken. Genau, das ist das Richtige. Sag mal, Carino, das mit diesem Antrag habt ihr doch eingefädelt, oder? Nein, es hat mich genauso überraschend getroffen wie euch alle, aber es scheint mir nicht, dass er diesen Antrag ernst gemeint hätte. Echt? Ich meine, es sah ziemlich ernst aus. Er hatte Ringe und alles. Nein, es ging ihm rein um die Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich ist das nicht das erste Mal, dass er das tut. Aber was hat er davon? Naja, ich meine. Aufmerksamkeit. Die hätte er auf dem Turnierplatz auch kriegen können, ohne sich der Lächerlichkeit preiszugeben. Nun, dafür müsste man kämpfen können. Nun gut, auch wenn er war. Beim Thema Kämpfen, wie lief eigentlich euer. War das Finale schon im Stechen? Ja, es war schon, und es ist besser, wenn ihr nichts fragt. Ich habe mich köstlich blamiert. Oh, also schade, ich wollte eigentlich nochmal einen Batzen Geld auf euch setzen, aber ich war im. Zurzeit, ich war ein wenig gefangen. Ah, mein Kopf war in den Wolken und nun
Raya wollte, dass ich mich auf etwas anderes konzentriere. Jo. Gegen wen habt ihr eigentlich gestritten? Oh, gegen irgendeinen Don. Ich verstehe. Nun, hoffen wir einfach mal, dass diese Veranstaltung ein Erfolg war. Andernfalls können wir uns in dasselbe Loch verkriechen, in welchem auch immer der unter aller Tissen jetzt gerade sitzt. Ja, nach dem Tanz würde ich probieren, die Frau von Trautmann Carfing zum Tanz aufzufordern. Ja, kannst du machen. Ja, während ich sie schwungvoll über das Parkett führe, muss ich sie fragen. Ein herrliches Fest, nicht wahr? Ja, ich bin doch ganz zufrieden. Es ist ganz angenehm. Ich bin nicht unzufrieden. Die Freuden der Götter werden ungleich verteilt, nicht wahr? Ja, das ein oder andere Mal. Das könnt ihr laut sagen. Es wäre doch furchtbar, wenn ihr diese Freuden in Zukunft nicht mehr genießen könntet, nicht wahr? Ja, das wäre es tatsächlich. Ach, das Frühlingsturnier ist ja bald zu Ende. Eine so lange Durststrecke. Es ist unglaublich. Mir sind Gerüchte zu Ohren gedrungen. Ich möchte sie nicht glauben. Gerüchte höre ich immer gerne. Ach, ich glaube, ihr werdet nicht erfreut sein. Das entscheide ich doch wohl. Heraus damit. Euer Mann ist in Geschäfte verwickelt, die ihm vielleicht über den Kopf wachsen könnten. Ach, das glaube ich nicht. Er ist schon so lange Bürgermeister. Er weiß, was er da tut. Nun, dann wollen wir das hoffen. Es wäre doch furchtbar, wenn euer Mann, nun sagen wir, einen Unfall erleiden würde, nicht wahr? Wenn bestimmte Geschäfte bestimmten Gruppen an die Ohren dringen würde. Ein Unfall? Ja, das wäre tatsächlich grausam. Wenn er sich verletzen würde, dann vielleicht müsste er... Naja gut, dann wäre er vielleicht etwas öfter zu Hause. Er ist ja so oft im Rathaus oder in seinem Kontor. Ja. Nein. Unfälle passieren immer wieder. Die Götter sind hin und wieder recht ungnädig mit... Ja, das ist wohl richtig. Bösen Buben. Ja, aber das müssen sie auch sein. Nein, aber die Götter halten ihre Hand auf mir und meinem Mann. Ich hoffe, ihr seid gut versorgt, falls euer Mann etwas zustimmen würde. Es wäre ja mir unerträglich, wenn ich wüsste, dass ihr unversorgt und in Armut leben müsstet. Nein, 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 da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir haben genug Geld. Ach, dann ist sehr gut. Ich hoffe, euer Mann wird schon nichts geschehen, nicht wahr? Nein, nein. Er hat ja eigentlich immer so eine Handvoll Leute, die ihn umgeben, wenn er sich in der Stadt bewegt. Und er ist ja eigentlich sehr beliebt und sonst würde er auch nicht wieder gewählt werden. Nein, er ist schon ein guter Mann. Ihm wird nichts passieren. Die Gerüchte, ich kann sie auch nicht für wahr halten. Ja, da solltet ihr vielleicht eure Quellen überprüfen. Ach. Es wär nicht untröstlich, wenn diese Gerüchte sich verbreiten würden. Nicht vorzustellen, was passieren würde. Ja, dann lässt man einfach einen Bericht im aventurischen Boten machen, dass die Gerüchte falsch sind. Ach, ihr müsst noch so viel lernen. Tja, ich hoffe. Euer Mann, ihr und eure Familie ist noch eine lange Lebenszeit beschieden. Ja, da gehe ich von aus. Preis behütet uns. Preis behütet die Gerechten, nicht wahr? Ja, das tut er. Worauf wollt ihr hinaus? Auf ihr nichts. Langweilt mich. Ich führe nur eine leichte Konversation mit euch. Ja. Ich möchte tanzen. Konzentriert euch. Aber sicher doch, meine Liebe. Habt ihr das Neueste von Amelia gehört? Sie ist wohl schwanger. Unerhört. Welcher Bube hat sie denn geschändet? Nein, nicht geschändet. Das war wohl einvernehmlich. Obwohl sie doch einen Mann hat. Nicht zu glauben. Ja, ja.
derweil irgendwo anders bei Isarun? Ja, Isarun hat gesehen, dass der Dom Eslam dann doch schneller war und sich den nächsten Tanz geschnappt hat. Und deswegen fordert sie Prinz Hagobald zum Tanz auf. Ja. Der macht dir gleich und auch einen Antrag, pass auf. Ach du Schande. Komm, wir machen dir noch eine Statistik auf hier. Ja, und unterhält sich dann über möglichst nicht liebesbezogene Dinge mit ihm. Ja, er kann dir ein bisschen was berichten. Auch ein paar Gerüchte. Die sind allerdings wesentlich interessanter als das, was Abel mir dir da gerade erzählt und versucht, da seine Drohung unterzubringen, die die Frau wohl gar nicht verstanden hat. Ja, die Gerüchte nehme ich dankbar auf und die bringen mich mit Sicherheit auch auf andere Gedanken. Ja, ganz bestimmt. Es gibt eine kleine Pause. Die Menschen können sich ausruhen und es werden weitere Getränke gereicht. Der Gang sollte, glaube ich, beendet sein. Ihr habt alles abgegrast, was es aus dem Sender gab. Nur noch die Reste. Ich glaube, wir haben Firun noch nicht vorgelesen. Firun. Dann wird jetzt, glaube ich, Firun serviert, während sich die Leute so ein bisschen ausruhen können. Man wieder die Plätze einnimmt. Jetzt alles so ein bisschen lockerer. Jetzt vor allem auch, wo ja die Reichsregentin weg ist. Ein paar andere sind wohl auch aufgebrochen, ohne dass sie irgendwas gesagt haben. Es ist zumindest leerer. Es wird noch gereicht für die, die da sind, ein Waldbeeren-Sorbet und ein tropisches Firunströpfchen aus der befreiten Provinz auf das Wohle des Kaiserreichs. Den Teil der Provinz, den man als befreit betrachten kann zumindest. Herr Raphim. Ja, was ist? Wollen wir uns zurückziehen in die Cellatherm? Ja, warte. Ich gehe jetzt mal eben zu Isarun, lehne mich an ihr und sage, wir hätten da noch Wein, wenn ihr wollt. Wegen eurer Stimmung. Sehr freundlich. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, nicht heute. Dann nicht. Aber danke. Sehr nett. Dann gehe ich zum Zwergenkönig. Ja, kannst du den Zwergenkönig mitnehmen und ja, wo auch immer der hergekommen ist, es gibt ihn auf alle Fälle. Bohrenwein. Ja, mein Ziel ist, mich nicht damit voll umzuknallen, sondern ich nehme mal so ein kleines Schlückchen und gucke mal, wie stark ist der stärker als den ich normalerweise trinke. Würfel mal eine Zechenprobe. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie stark Bohrenwein ist. Ist es eine harte Droge? Ja, ich weiß. Ich würde ganz gerne noch, bevor hier das Essen beginnt, einmal mir angucken, hier, womit die Leute gekommen sind. Und vor allen Dingen Rohaya. Ist sie hier zu Fuß hingekommen, in einer Kutsche oder mit einem Pferd? Was kann man denn so erfahren, wenn man mit den Söldnern am Tor spricht, die ja solche Leute empfangen haben? Rohaya ist tatsächlich zu Fuß gekommen, gemeinsam mit der Panthergarde. Ja, wie gesagt, die neue Residenz liegt gleich neben den Bardo und Cella-Thermen. Das mag vielleicht auch ein Grund gewesen sein, warum Bardo und Cella die hier gebaut haben. Und die sind auch eben so zu Fuß wieder gegangen. Man versucht mal rauszubekommen, ob Rohaya vielleicht, man kann ja mal an Leuten richten, hier vielleicht ein eigenes Schadif besitzt, ein ganz schwarzes. Ja, das ist, auf dem Turnier hat es wohl keiner mitbekommen, aber das ist kein Geheimnis, wenn du dich ein bisschen rumfragst. Rohaya hat ein schwarzes Schadif und diese Stute hat sogar einen Namen, und zwar Mori, 13 Jahre alt. Ein Prachtross. Mhm. Gut, damit ist man erstmal zufrieden und hat seine fixische Neugier befriedigt, dass man ein Rätsel gelöst hat, nämlich um zu gucken, dass sie, das ist noch ein Indiz mehr darin, dass sie die weiße Ritterin ist. Genau. Während gerade alle... Entschuldigung, mach du. Ja, ich wollte nichts, nein. Mach erstmal weiter. Ja, während alle von dem neuen oder dem letzten Gang abgelenkt sind, würde ich gern mal unsere Leute, also diejenigen von uns herbeiwinken, die jetzt gerade nicht beschäftigt sind. Ja, dann reiße ich mich wohl von entweder Kiaras oder Leonida los. Oh nein, ich nehme Leonida lieber mit. Nein, das hat doch keinen Sinn. Scheiße. Ich bleibe erstmal in der Zwickmühle. Würfel mal Selbstsucht. Oh, die habe ich ja noch, ja. Natürlich hast du die noch. Ja, ich eile dann mal herüber. Warte. Was wäre selbstsüchtiger? Hier bleiben. Du nimmst sie mit.
Also egal was Isarun von dir will, du hast hier gerade eine heiße Frau in den Armen, die dich möchte und... Das ist natürlich die beste Variante. Ja, ich bringe sie mit. Zumindest lässt du sie nicht alleine. Losreisen von irgendjemand und dann Isarun ansteuern. Verzeiht, Fräulein von Sirenstein. Es handelt sich um eine Reichsangelegenheit. Ich müsste euch kurz bitten zu warten. Verzeiht ihr? Ja, dann solltet ihr doch vielleicht woanders hingehen, wenn euch das nicht recht ist, dass ich mithöre. Was gibt es denn jetzt? Ich glaube so doch nicht wirklich, dass ich euch jetzt hier wieder alleine lasse mit Yalan. Ich habe das genau gesehen, dass ihr die Treppe gemeinsam nach oben gestiegen seid. Leonida, bitte doch. Es ging um eine Reichsangelegenheit. Natürlich. Reichsangelegenheit, das sagt ihr immer. Nein, ich habe davon einfach genug. Und Magistra, ihr müsst euch entscheiden. Oh, jetzt. Ich stelle mich mal daneben, um die Sache ein wenig zu entschärfen und lege Isarun einen Arm um die Schulter. Oh. Worüber reden wir? Oh, über den Reichserzmarschall. Ach, nicht das ist etwas vertraulich, fürchte ich. Natürlich, eine Reichsangelegenheit. Komm, Yalan, wir gehen. Karinor, kümmert euch drum. Ja, und dann natürlich. Wirklich jetzt. Viel Spaß. Und sie nimmt dich bei der Hand und geht mit dir nach draußen in den Regen. Ich hatte gerade ein kleines interessantes Gespräch mit Prinz Hagobald. Und zwar gibt es wohl einen Grund dafür, warum die Königin und die Reichsbehüterin so spät aufgetaucht sind. Nun, das dachte ich mir bereits. Inwiefern müssen wir uns darum Sorgen machen? Insofern, als dass Abel mir ein Charakterzeugnis für Lutisana von Perikum ausgestellt hat und der gute Reichserzmarschall mit ihr heute aus dem Gefängnis abgehauen ist. Aber mir. Ich denke, Yalan hat ebenfalls für sie gesprochen. Naja, in diesem Gespräch haben wir davon abgeraten, Lutisana zu trauen. Offensichtlich hat er sich darüber hinweggesetzt. Dies tat ich ebenfalls. Ich sagte ebenfalls, dass sie keine vertrauenswürdige Person ist. Jedenfalls ist das wohl der Grund, warum heute alles etwas später über die Bühne ging. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns das noch in den Hintern beißen wird? Ach, Abelmir, wenn ihr ins Gefängnis ist, haben sie will, ich komme täglich vorbei und bringe euch was zu essen und zu trinken. Das denke ich noch nicht einmal, dass jetzt großartig wir da hineingezogen werden. Allerdings, es ist eine extrem hochrangige militärische Persönlichkeit, kurz bevor es hier losgeht. Und sie sind geflohen? So wie ich es gehört habe. Nun, entweder... Irgendwohin haben sie sich wohl abgesetzt. Der Großmarschall ist verrückt geworden. Oder, nun, wir werden die beiden in Wehrheim treffen. Jedenfalls eine äußerst unerfreuliche Wendung. Ich frage mich, was er da bezweckt. Das war nicht zu gut gelaufen. Das würde dann vielleicht aber auch die Versteckung erklären. Wir haben ja gesehen, dass dieser Unterlatissen mit Mitagobald vom Großen Fluss und mit Dings hier, mit dem Reichserzmarschall, da doch irgendwie unter einer Decke stecken. Was? Und heute kommt die Sache mit dem Unterlatissen. Ich habe ihm vorher noch im Gespräch gesagt, dass das hier nicht der richtige Moment ist und dass er warten soll, bis er sich wirklich jetzt hier vernünftig darstellen kann, damit er eine Chance bei euch hat. Und Moment, ihr wusstet hiervon? Ja, er hatte mich ich hatte das mitbekommen, dass er sich irgendwie mit der Geweihten, mit der Travia-Geweihten da hielt. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich das richtig deute, dass er hier vielleicht etwas vorhat, hier mit einem Antrag zu machen. Und weil er so zu euch rübergeschickt, dachte ich so, habe ich zu ihm gesagt, sag mal, kann das vielleicht sein, dass ihr da Frau Schwose einen Antrag machen wollt? Und so, ja. Da meine ich so, dass es nicht die beste Idee ist im Endeffekt, weil das jetzt hier einfach nicht der richtige Moment ist, einfach um eine Chance zu haben bei euch. Und er meinte, doch, das wird schon klappen. Er meinte dann, ich werde das jetzt hier ansagen gehen und geht doch einfach mal auf die Bühne zu hier und klärt das ab, dass ich das ansagen kann. Dann meinte ich, okay, seid ihr euch da ganz sicher? Und er meinte, ja. Dann dachte ich mir, na gut, er ist adelig, was soll ich da jetzt hier widersprechen dürfen? Also bin ich zu Abelmir gegangen und habe gesagt, hey, da möchte jemand einen Heiratsantrag machen, einen Travia-Bund eingehen. Und dann dachte Abelmir, ja super Idee, ich bereite alles vor.
Ich habe es nicht für nötig befunden, mich darüber in Kenntnis zu setzen oder zumindest zu warnen, sodass ich das auf eine diskrete Art und Weise hätte lösen können. Also bei uns auf der Straße laufen die Dinge etwas anders. So mit Heiratsanträgen hier in so öffentlichen Orten kenne ich mich nicht aus. Warum hätte ich euch warnen sollen? Ja, selbstverständlich. Das schickt sich überhaupt nicht. Also aber gerade von einem Reichsedel hätte ich etwas anderes erwartet. Ich denke, das ist etwas, was wir später noch besprechen können. Und werte Magistra, dies ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, um jemanden zu erwürgen. Das können wir später machen. Nein, noch gilt der Turnierfrieden. Noch. Oh, ich sehe, einige Leute fiebern dem Ende des Turnierfriedens entgegen. Was passiert ist, ist passiert. Gut, aber diese Information, die wir gerade erhalten haben, könnte noch wichtig werden für unsere nachfolgenden Aufgaben. Wir sollten das im Hinterkopf behalten. Abelmir, wie sieht denn unsere Erfolgsbilanz mittlerweile mit den Spenden aus? Ich müsste erst die Einladungen kontrollieren. Aber es scheint eine ordentliche Portion hängen geblieben zu sein. Also mehr als wir hier reingesteckt haben, weil das war ja recht teuer hier. Ja. Es war ein erfolgreicher Abend. Da bin ich immer gespannt, wie viel da als Gewinn rauskommt. Ich werde heute Abend die entsprechenden kontrollieren, die Summen. Es gab kein Eintrittsgeld, Karin, also kein 12 Dukaten oder so, aber das ist ja nicht nennenswert. Also, ihr werdet mit einem kleinen Plus rausgehen. Ihr könnt da gerne nochmal, also es wird im Laufe des Abends wird ein bisschen natürlich gespendet werden. Viele, vor allem, ich muss gerade nochmal auf die Liste gucken, der Hochadel, also Rohai hat natürlich an euch gedacht, Ema hat auch an euch gedacht, die sind natürlich selber knapp bei Kasse, also die Krone, aber die Familie nicht. Dom Eslam wird natürlich auch dann nicht zurückstecken. Hagrobald hatte schon gegeben, der wird dann nur noch ein bisschen weniger reintun. Honigan Paligan wird natürlich auch etwas geben. Der Hochkönig wird dann vor allem Waffen liefern. Das ist dann nicht so sehr, dass er da dann Dukaten gibt, weil ihn interessiert halt Geld nicht wirklich und wird euch da dann eher mit Waffen unterstützen, wenn ihr sowas braucht. Die anderen würden vielleicht auch noch sowas wie Versprechen in den Ring werfen und wenn ihr da dann irgendwelche Gefallen braucht, also Zugänge oder wenn ihr jetzt mit einem Söldnerheer dann über die Straßen marschiert, dass sie da dann keine Steuern oder sowas erheben. Also es wird im Laufe der Zeit werden dann, und das ist eben im Adel wichtig, nicht nur Geld fließen, sondern auch Gefallen. Also ganz grob gilt die hier mit 600 Dukaten. Ich habe mir die Rechnung im Forum noch nicht ganz angesehen, aber ganz grob 600 Dukaten. Plus 1400 Dukaten sind wahrscheinlich im Endeffekt die Rechnung, die wir zahlen werden, insgesamt alles zusammengenommen. Dann könnt ihr auch, also rechnet mal mit plus 600 Dukaten. Das ist nicht viel für das, was ihr eigentlich wollt, aber das ist schon eine ganze Menge. Also ihr müsstet ja eben auch nochmal eure Ausgaben wieder refinanzieren und könnt dann auch Jalan da die Gelder wieder zurückbringen, hat er ja, wie gesagt, da sein Konto verpfändet. Unser Konto. Gut, machen wir mit 1,8 dicht und dann ist es okay. Genau. Ja, was soll den Abend über noch passieren? Irgendwas Besonderes, irgendwas Spezielles, was ihr noch geplant habt? Natürlich gibt es von dem Spektakulus gibt es natürlich auch noch eine Vorführung, die wird er dann später am Abend dann noch einmal vollführen, sehr zum Missfallen der Spektabilität aus Krangor. Ja, also es ist eigentlich ein gelungener Abend. Es gab viele freudig, viele sind sehr freudig verzückt. Es gab natürlich auch ein paar Dinge, die nicht ganz so sehr gut ankamen. Es gibt natürlich ein paar Dinge auf eurer Minusliste, wie der Heiratsantrag, der nicht angenommen worden ist. Der Hochkönig freut sich, dass er seine Statue gebaut hat, allerdings konnte sie kein Feuer spucken, was ihm dann da hinten raus so ein bisschen die Stimmung versaut hat. Ja, das Erscheinen von Ema war natürlich auch noch ein ganz großes Kino. Ja, verschiedene andere Dinge, irgendjemand, der sich betrunken hat. Natürlich wurde dann auch mit dem Boronwein wurde nicht richtig umgegangen. Da gab es also auch den ein oder anderen Exzess und auch Dorlen, die kleine Knappen, die Jalan noch mitgeschleppt hat, die wird wieder zurück in ihre alte Sucht fallen und dann schläfrig mit Bohrenwein in ihrem Arm irgendwann
geweckt werden. Sie ist ja so rückfällig geworden. Ich würde mich gerne noch am nächsten Morgen oder am nächsten Tag noch mit dem Hochgeweihten des Perine-Tempels eine Verabredung treffen. Mhm. Kannst du tun. Was hat mein Onkel eigentlich die ganze Zeit angestellt? Ja. Auf den habe ich wahrscheinlich ein bisschen Auge geworfen. Ja, auf den hast du wohl gar nicht so geachtet. Ah, ich war abgelenkt. Ja, richtig, du warst abgelenkt. Der war auffallend, auffallend still, möchtest du so meinen. Hat vielleicht irgendwas ausgeheckt. Ich glaube, ich weiß, wo der Boron herkommt. Das sind Gerüchte. Ja, die Bedrohung, die du Karfengs Frau gemacht hast, hat sie nicht mitbekommen. Entweder weil sie strunzendämlich ist oder weil sie es gekonnt ignoriert hat. Bist du nicht ganz sicher. Vielleicht kommt es irgendwann raus. So beim Frühstück. Ach, ich habe da einen netten Mann kennengelernt beim Tanze. Karfeng hat übrigens nichts gespendet. Also die 12 Dukaten für den Eintritt bezahlt und ansonsten sich höflich bedankt, viele Hände geschüttelt, selbst viele Kontakte geknüpft. Das hat er auch natürlich sehr gut arrangiert. Aber ansonsten kam von Karfeng selber nichts. Tja. Rafim wird irgendwann ebenso betrunken wie Dorlen hinter der Cella-Therme aufgegriffen und schläft da dann Arm in Arm mit Coriana, Ranfortes und wie verträgt der Zwergenkönig das eigentlich? Der Zwergenkönig hat dann irgendwann, ja, der hat das weggetrunken, hat sich dann wieder an seine Statue gestellt und hat dann gebrummelt, weil er kein Feuer spucken konnte. Gonzo liegt in deinem anderen Arm. Dort ist also einen schönen Abend, auf deine Art und Weise. Ja.